Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. The Legend of Zelda Majora's Mask. Ich habe mir gedacht, ich muss das unbedingt auch mal ausprobieren mit Let's Play und so und einfach mal zocken und in das Internet stellen. Habe ich mich natürlich gleich erkundigt, was das da so schon so im Umlauf ist. Relativ viele Englische, muss ich sagen. Und da wollte ich einfach mal als erstes Spiel mein absolutes Lieblings-Zelda-Spiel Majora's Mask nehmen. Ach ja. Ich wollte mich auch gleich mal zu Anfang bei Blacky bedanken. Das ist auch ein Let's Player und der hat mir geholfen, wie man am besten so ein Let's Player auf die Reihe bekommt. Also nochmal vielen Dank, Blacky. Guckt euch deine Videos an, der macht das ziemlich gut. Ja, und dieses Let's Play soll jetzt nicht so sein wie die anderen Let's Plays, weil das wird ja langweilig und ich will euch auch ein bisschen was bieten, ne? Also irgendwie sonst, irgendwie, irgendwo ist es auch immer das Gleiche, aber mir nicht. Da ich mich selber als extrem Zelda-Freak bezeichne, sage ich euch, dass ich euch viele Hintergrundinfos generell zu Zelda und so mitteilen werde. Am besten fangen wir gleich mal an. Ja. Ich benenne mich immer nach mich selber, weil ich der Annahme bin, dass ich Link verdammt ähnlich sehe. Naja, das kann man jetzt sehen, wie man will, aber ist ja egal. Ach ja, im Lande Hyrule vernimmt man allerorts eine Legende. Die von mir. Übrigens, ich bin, nur mal so, ich stelle mich gerne mal vor, ich bin der Marcel. Nicht umsonst auch mein Name looks like Link, weil ich finde, ich sehe ihm ähnlich. Ja, was soll ich machen? Ja. Ach ja. Aber Majora's Mask, auf dem Spiel hatte ich übelsten Hype damals auch drauf, weil nach Ocarina of Time war ich so heiß auf dem zweiten Teil und das war so Hammer und dann ist das einfach zu meinem Lieblingsspiel geworden, obwohl es ja nicht so beliebt ist bei vielen. Aber ich weiß auch wieso und darauf werde ich auch im Laufe des Let's Plays mal eingehen. Auch so verschiedene Sachen. Zu einer Reise, die nur ihn betraf und von der keiner Seele was erfahren sollte. Ja, ich war auf einer Suche nach einem geliebten und wertvollen Freund. Weil ich habe keine Freunde. Deswegen muss ich auch hier rumsitzen und Let's Plays machen, die in YouTube hochladen und hoffen, dass sich irgendeiner anguckt und nett zu mir ist. Oh Gott, ich bin so fett. Aber naja. Wow. Die verlorenen Wälder. Wie oft habe ich sie schon gesehen? Im Ernst, das muss es ungefähr das 30. Mal sein, dass ich das Spiel durchspiele. Ah, da reite ich dahin. Oh, die Feen haben nichts Gutes im Sinn. Oh, und wenn es euch ankotzt, dass ich jetzt wirklich permanent Link als mit mich vergleiche, dann könnt ihr das ruhig sagen. Dann höre ich damit auf, postet mir das und dann lebe ich alleine weiter in meiner Scheinwelt und dann ist das schon ganz cool. Man muss sich ja nicht gleich am Anfang unbeliebt machen. Ah, wow. Erst jetzt fallen ihm auf, wie hoch die Bäume eigentlich sind. Hä? Na klar, das Pferd hat sich vor Feen erschrocken. Nachher reiten wir noch gegen explodierende Ratten, aber es erschreckt sich vor Feen. Alles klar. Oh mein Gott. Da hätte ich vor dem viel mehr Schiss. Das war gut, ihr Feen. Ja. Was? Jetzt wäre ich ohne ausgeraubt. Muss ein Türke sein. Oh, ich meine, oh nein, ich wollte nicht diskriminierend sein oder irgendwie jemanden. Oh. Wie der Löwe, als ob er einen schönen Kotbatzen in der Hose hat. Oh, doch, gerade meine Gorilla jetzt zockt. Oh, wie geil ist das denn? Lass mich auch mal. Wie soll denn die kleine Fee das Riesending da hochheben? Das geht nicht mal, ne? Genau, mein Reden. Wie sieht die aus den Händen? Dann kann sie nicht mehr aufheben. Oh, verdammte Scheiße, was war das denn? Geht ja mal gar nicht. Hä? Alter. Wer bist du denn? Ja, rück mal schön die Gorilla wieder raus, du Vogel. So, dann schnapp ich dich. Hä? Wie hat er das gemacht? Schwupp! Wow! Oh, verdammt! Oh.
Aber ich muss auch sagen, Majora's Mask hat eins der verwirrendsten Intros, die ich kenne. Mal abgesehen davon, dass Link ausnahmsweise mal nicht pennt. Obwohl, er pennt ja fast auf seinem Roster. Aber ansonsten diese ganze Parallelwelt und der ganze Quatsch da, also irgendwie... ist schon geil. Wow! Scheiße, scharfe Rechtskurve! Boah! Oh. Oh. Oh, ein krankes Schwein! Erstmal die Nüsse halten. Oh. Und schwupp, steigen wir ins Spiel ein. Den schnappen wir uns, denn sowas hat mir jetzt nicht gefallen. Nur schon mal als Vorsorge ein paar Rubine holen. Alles klar. So, und was ich auch ganz witzig finde, gleich am Anfang hier eingebaut, haben die Entwickler bestimmt mit Absicht gemacht, dass man hier gleich mal sieht, dass Link jetzt neu springen kann. Sonst war ja bloß ein Standardsprung, Trap, aber jetzt kann er Flickflack und Salty, Trap. Und das sollte wohl die Spieler gleich ganz zu Beginn des Spiels total begeistern. Also mich hat es auf jeden Fall begeistert. Wo ist die Sau? Verdammt. Oh, das wird wehtun, wenn er mitten auf Steißbein landet. Was ist das denn hier, Alter? Hippie-Zeit oder was? Oh, Alter. So viele Farben. Hey, nichts passiert. Gar kein Blut. Oh mein Gott. Hey, es ist ein Pferd. Oh mein Gott, hast du es einfach getötet? Hä, wie willst du das denn machen? Na, wie denn sonst? Oder wann? Oh mein Gott. Jetzt wird man ja erstmal in so einen kleinen Deku verwandelt. Aber an sich ist Majora's Mask, die finde ich ziemlich cool, die Maske. Ist ein cooles Design. Zwar so eine Herzform, aber irgendwie hat die schon was. Was zum... Irgendwas stimmt hier nicht. Oh mein Gott. Lauter Dekus. Nee, Mann. Geht weg, Mann. Da hab ich überhaupt keinen Bock drauf, Mann. Scheiße! Oh, raus aus meinem Kopf. Vor die Horrorvision. Nein. Und seht uns an. Oh mein Gott. Nein, wieso nur ich? Nein! Wisst ihr, warum Link eigentlich so entsetzt ist? Weil er hat ins Wasser geguckt und dadurch konnte man unter seinen Rock gucken. Und ja, da ist nichts mehr. Link ist kein Mann mehr. Da würde mir der Arsch auch auf Grundeis gehen, oder was? Bleib stehen, du Sau! Alter, das ist Mobbing. Der Typ haut einfach ab mit meiner Männlichkeit. Schwester! Oh nein! Hey, Hörerkind, warte mal! Ich bin doch hier! Tja, der kommt davon. Was mobbst du mich so einfach? Andere beleidigen ist keine Lösung. Hä? Ja, selbst schuld, Mann! Hä? Nee, du bist nur ein leuchtender Ball, ich sehe gar nichts. Naja. Und mal wieder denkt dabei keine Sau an mich. Aber okay, hiermit beende ich auch gleich mal den ersten Teil meines Let's Plays. Ich hoffe, es hat euch einen kleinen Einblick schon gebracht. Und es wird auf jeden Fall noch viel, viel mehr kommen, also ihr könnt gespannt sein. Also bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao! Right.